Der Unfallschwerpunkt bei Fußgängerunfällen liegt normalerweise im innerstädtischen Bereich bei Geschwindigkeiten bis etwa 60 Stundenkilometer. Und für diese Situationen eignen sich besonders videobasierte Systeme, die es eben ermöglichen, den Fußgänger zu erkennen. Wir arbeiten hier sehr intensiv an videobasierten Schutzsystemen. Dazu haben wir eine Kamera im Innenspiegel. Über diese Kamera sind wir in der Lage, Fußgänger zu erkennen, zu detektieren, zu orten und deren Geschwindigkeit zu schätzen. Und die große Herausforderung ist eben, rechtzeitig zu erkennen, ob die Situation wirklich gefährlich ist oder ob der Fußgänger möglicherweise nur zügig an den Bordstein geht und dort stehen bleibt. Wir haben einen Test aufgebaut, bei dem in den Fahrweg des Fahrzeugs ein Fußgänger-Dummy hineinläuft, ähnlich wie eben die Unfallsituation sich auch draußen darstellt. Erkennt unser System eine kritische Situation, wird der Fahrer auf eine potenzielle Gefahrensituation hingewiesen. Dazu wird im ersten Schritt der Fahrer über eine optische Warnung im Kombi als auch im Head-Up-Display informiert und zugleich ertönt ein Warnton. Neben der Warnung wird zugleich die Bremsanlage vorkonditioniert, damit der Fahrer im Notfall eine stärkere und schnelle Bremse zur Verfügung hat. Sollte der Unfall nicht mehr vermeidbar sein, wird im nächsten Schritt eine automatische Bremse eingeleitet. Der Fahrer muss sich im Klaren sein, dass dieses System ein ergänzendes System ist und kein ersetzendes System ist, dass wir quasi dem Fahrer nicht die Verantwortung nehmen, sondern halt im Falle, wenn er abgelenkt ist, ihn unterstützen. Das System, was wir jetzt hier gesehen haben, hat natürlich Systemgrenzen. Wenn der Fußgänger nicht sichtbar ist oder sehr spät erst sichtbar ist, geht uns die Zeit einfach aus. Hier arbeiten wir an einem System namens Kotec. Die Technologie funktioniert so, dass der Fußgänger einen Transponder, also ein Sendeempfangsgerät, mit sich führt, welches ein Sender am Fahrzeug erkennen bzw. orten kann. Unser Ziel ist es natürlich, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln, der dann flächendeckend auch allen anderen Herstellern zur Verfügung steht. Präventiver Fußgängerschutz ist uns bei BMW sehr wichtig. Dabei geht es zum einen um Energie rauszunehmen, also die Unfallfolgen zu mindern und im besten Fall den Unfall komplett zu vermeiden.